Hallo zusammen, willkommen zurück. Wir sind wieder hier unterwegs auf der Mountain Hill im Projekt From Zero to Hero. Und ja, es geht auf die Nacht zu, auch wenn es noch relativ hell ist. 20 Uhr wird gespult. Dann gucken wir mal, was hier noch los ist. Hier sind wir immer noch Heuballen am Fahren. Das läuft. Hier können wir vielleicht mal Mist laden. Da fahren wir mal kurz beim anderen Misthaufen da vorne vorbei. Mal gucken, wie es da aussieht. Ob wir den Wagen voll bekommen oder ob wir noch ein bisschen warten können. Da ist einiges. Also die Schafe, guck mal. Wir sind voll. Abfahrt. Die Schafe und Hühner machen ganz schön hier. Dann bei den Kühen wird es ja jetzt auch anders sein, wenn wir da jetzt mehr Kühe haben. Wir haben ja gestern den Kuhbestand quasi verdoppelt. Also da wird sich doch einiges dann tun, dass wir eben wesentlich mehr Dünger produzieren können. So, haben wir noch irgendwas? Genau, das ist der hier. Hier, ach ja, da ist er auf der 62 unterwegs, hier beim Zuckerrübenfeld. Braucht aber Nachschub. Braucht Nachschub. Wie weit ist der gekommen? Hier. Gut. Ja, ein bisschen noch. Ein bisschen hat er noch. So, ist sonst noch irgendwas am Arbeiten gerade? Ja, hier grubbern auf der 6, 74%. Also das schaffen wir, denke ich mal, in dieser Folge auch noch auf jeden Fall. Ja gut, Holz haben wir letztes Mal ein bisschen gemacht. Oh, hier sind wir mit dem Hanfernten fast durch. Auf dem Feld zumindest. Das heißt, da müsste irgendwann ja der Abfahrer kommen. Der braucht aber noch ein bisschen. Ja, ich würde halt wirklich gern den zweiten Palettenwagen dazu holen, aber der hat auf der 36 noch ein bisschen was zu tun. Ja. Können wir jetzt nicht ändern. So, ich hoffe, dass wir noch Dünger haben. Wir haben ja neulich erstmal richtig viel gekauft. Ja, 34.000 sind noch da. Hä? Wieso hast du jetzt nicht beladen? Okay, wir lassen ihn. Wir lassen den einfach mal machen. Sieht zwar gerade ein bisschen komisch aus, aber oh ja, wird schon seine Richtigkeit haben. So, und wir haben wirklich nichts mehr groß zu tun gerade. Ja, dann legen wir einfach die Beine hoch und warten, dass es 20 Uhr wird, weil nächster Monat wird wieder mehr Arbeit für uns bedeuten. Dann geht's wieder rund hier. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Produktionen alle so ein bisschen in den Griff bekommen, weil wir brauchen bald Zuckerrüben. Wir brauchen Zuckerrüben. Wir sehen, die Zuckerfabrik ist fast leer gelaufen. Das heißt, die wird auch in der Nacht leer laufen. Der Komposter wird leer laufen. Es ist alles nicht so gut. Der Hühnerstall, Nahrung. Müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie mal da was bekommen. Wir könnten doch mal gucken bei unseren eigenen Feldern, wie es da wachstumsmäßig aussieht. Hellgrün, hellgrün, hellgrün.
Hellgrün. Die sind auch noch nicht so weit. Also wir werden von unseren eigenen Feldern definitiv nichts zu ernten haben. Ah, guck mal, aber wir sind hier angekommen. Halt, komm. Wir sammeln Ballen. Aber viele sind es ja nicht mehr. Und da würde ich auch sagen, dass wir die erstmal direkt am Hof abladen, damit wir den Wagen hier frei bekommen. So, sind da noch irgendwo welche? Warte mal, können wir ja testen. Jo, ne. Er sagt, ist nichts mehr. So, dann gehst du nämlich danach auf 81. Aber hier, genau, da vorne ist der Hof. 81 zur Ölmühle. Ölmühle. Oh, da müssen wir ganz nach unten scrollen. Waren abladen. Das Ganze mit Quaderballen Baumwolle. So, dann schmeißen wir die ja, ins Heulager. Können wir die da lose rausholen? War das hier oder das nächste? Ich glaube, das nächste, oder? So. Jetzt müssen wir dem aber noch die 81 ans Herz legen. Nämlich mit dem und dem. Zack, da machen wir es so und so. Und dann geht die Geschichte gleich los. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, was der da wieder treibt. Also du willst da raus. So, wer hat hier die Arbeit beendet? Ach du. Dann fährst du mir auf die 35. Guck mal, das ist doch perfekt. Dann haben wir nämlich hier noch die Ballen zum Einsammeln. Beziehungsweise, warte mal, halt mal. Du schmeißt hier nochmal erstmal den Unfertigen raus hier. Das ist auch nochmal ein bisschen was. So, und dann fährst du nach Hause. So, guck mal, hier haben wir wieder drei Ballen und dann sehe ich hier noch mindestens eins. Oh, das sind noch einige. Also wir werden einen guten Überschuss für die Hanfölproduktion bekommen. Das ist sehr gut. So, wo ist denn unser Düngestreuer geblieben? Du bist wieder hier, aber merkst du vielleicht, dass du leer bist? Kollege, du bist ein bisschen doof. Nur um das mal so zu sagen. Jetzt hat er wieder an Cursplay übergeben. Ich lasse ihn. Ich lasse ihn einfach so. Wir sind aber gleich im Vorspulbereich. So, jetzt lass uns mal gucken. Unsere Kühe, die neuen sind noch mit der Gesundheit ganz unten. Die müssen aber über Nacht, müsste das ja massiv nach oben gehen. So. Ja, ich hatte gedacht, dass wir das noch schaffen vor dem Spulen, aber na gut. Dann eben am Morgen sind wir fertig. Ist ja auch kein Problem. So, komm. Mach auf 20 Uhr. Ich würde es gern den zweiten Palettenwagen beobachten, wenn ich ihn denn finde. Was ist er denn?
Ja. So, guck mal. Und wir sind im Zeitraffer. Jetzt rutschen wir mal durch den Abend, durch die Nacht. Ja, automatisch speichern. Perfekt. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir auch irgendwie ein paar Rapsfelder uns anlachen, damit wir kontinuierlich Diesel produzieren können. Wir haben immer noch sehr hohe Ausgaben an Mietkosten. Was haben wir denn alles gemietet an Fahrzeugen? Zwei Traktoren, fünf Traktoren, ein LKW, der Holz. Ja, es ist einiges. Also, ich glaube, wir werden da irgendwann mal auch anfangen, die ganzen Maschinen zu übernehmen. So, jetzt warten wir aber mal, bis es wieder langsam läuft, unsere Zeit. Das war knapp, ja. Ah, es wird hell, es wird hell und wir bremsen. Aber wir haben fünffache Zeit, das wollen wir eigentlich nicht. Ich muss das mal, das ist noch in der Einstellung falsch. Wir wollen auf dreifach gehen. So, dann machen wir das einmal runter. So, Kühe. Gesundheit voll. Milch haben wir jetzt über Nacht 14.000 Liter gemacht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Geschlechtsreife, Reproduktion. Hier kommt dann irgendwann Kühe nach. So, aber wir sind an einem neuen Tag. Erntemission. Erntemissionen. Eine Düngemission, die nehmen wir an, ernten Weißkohl, Sonnenblumen, Kartoffeln. 91.000 für Kartoffeln. Das hört sich doch gut an. Zum Lagerhaus Früchte. Zack. Dann werden wir da wieder mit drei Abfahrern zumindest, denke ich mal, machen. So, von der 84 ist das. 84 Lagerhaus Früchte passt. Abfahrt. Hier auch. 84 Lagerhaus Früchte passt. So. Der nächste. Da müssen wir es ändern zum Lagerhaus. Lagerhaus Waren abladen. So. Jetzt brauchen wir Goldi. Wo ist Goldi? Goldi? Hier ist Goldi. 84. Abwart. Das läuft. Der ist unterwegs. Ach ja, hier. Ich weiß nicht, der hat irgendwie ein Problem hier. Ah! Ja, mein Fehler. Mein Fehler. Ich habe den falschen Modus ausgewählt. Dann kann das ja auch nicht funktionieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber gut, wir haben es rausgefunden. Also passt schon. So, haben wir noch irgendwas anderes hier? Pflügen, guck mal. Das nehmen wir mit. Ballenpressen lassen wir erstmal sein.
Aber wenn wir die Pflüge finden. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass wir zu viele Fahrzeuge haben. Pflügen, Feld 59. Abfahrt. Und du, oh, Feld 6 ist fertig. Pflügen, 66. So. Guck mal, der hat hier schon wieder den nächsten Mist geholt. Und wir haben hier noch 3700 Liter. Und was haben wir hier drüben bei den Schafen? Das sind auch 12.000. Ja. So, das heißt, hier müssten wir jetzt eigentlich den ersten Überschuss für die Hanfölgeschichte haben. So, wo ist der? Warte mal, finden wir den schneller hier rüber? Ah, guck mal, der ist direkt hier auf dem Feld. Es sind noch vier Ballen. Das heißt, es sind jetzt immer noch drei Ballen da. Wahnsinn. Also das bringt auf jeden Fall guten Überschuss. Das freut mich. Das freut mich sehr. So, bist du schon da? Nein, ist er nicht. Aber dann warten wir kurz, bis der angekommen ist. Wir können aber in der Zwischenzeit mal schauen. Es sind ein paar Felder reif, aber naja, nicht wirklich etwas, was wir jetzt brauchen könnten. So, das wird der Grubber sein, genau. Das heißt, wir können hier die Mission einmal abschließen, das Grubbern. Wir haben aber auch nichts Neues zum Machen hier. Dann bleibt er erstmal stehen. Ja, und wir sind auch schon wieder, ups, auf dem Weg Richtung der Molkerei jetzt. Dürfen wir auch nicht vergessen. Das läuft sehr gut. Es läuft sehr, sehr gut. So, das sind die Kartoffelabfahrer. Wir haben auch nichts an eigenen Feldern, die jetzt irgendwie abgeerntet sind oder so, ne? Aber wir, genau, wir könnten doch unsere Wiesen mähen. War da nicht was? Erntereif, also die 65 ist erntereif und die 57 auch. Perfekt. Dann würde ich sagen, 65 als erstes. Und ich werde, den muss ich aber mit reinnehmen, einen Ladewagentausch vornehmen. Ich wollte ihn eigentlich hier nicht mit reinnehmen, aber wir werden uns den Ladewagen mit dem Schwarzsystem, den wir auch auf der NF Marsch haben, den werden wir uns hier auch dazu holen. Das heißt, der wird weggehen hier. Ja, fahre zur Werkstatt. Nee, dann fahre ich dich schnell selbst dahin. Also den werden wir mit reinnehmen, damit wir da einfach ein bisschen schneller vorankommen. Das wird dann morgen der Fall sein. Ja, guck mal, wenn wir von morgen sprechen, passt das genau. Wir sind schon wieder fertig. Morgen geht's weiter. In alter Frische, dann mit dem neuen Mod. Ja, werden wir dann sehen. Also würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns. Bis dann und wie immer. Däumchen und Kommentare nicht vergessen. Also, bis dann. Ciao.